Hallo Leute, willkommen zurück bei Mighty Magic Heroes 6. Wir sind ja letztes Mal bis hierhin gelaufen und haben jetzt eine Gesprächsmöglichkeit. Ihr ersucht um eine Audienz bei Mutter Namtaru? Ich schlage vor, ihr sagt ihr zunächst, dass eure Nichte mit einer untoten Armee ins Falkenimperium eingefallen ist. Ach, und dass Liam, den Nekromanten der sieben Städte, wohl den Krieg erklären wird. Das wird ihre Aufmerksamkeit erregen. Sie machen Gefangene. Foltern sie. Wir mussten dem Einhalt gebieten. Ach ja, ich vergaß. Ganz Aschan sucht den gesichtslosen Jorgen und die verrückte Lady Elisabeth, die wie durch ein Wunder aus dem Kerker entflohen sind. Doch halt, wir wissen, wo sie sind. Wir haben sie gleich vor der Tür. Mutter Namtaru wird hingerissen sein. Miranda, das ist nicht Anastasias Schuld. Jemand tut alles, um den Krieg zwischen Engeln und Gesichtslosen neu zu entfachen. Wenn ihr mir nicht glaubt, sprecht mit Jorgen. Schon geschehen. Er spricht in Rätseln. Eure Nichte zu befragen, ist etwas unkomplizierter. Sie kann sich an nichts erinnern. Ihr Gedächtnis wurde gelöscht. Ich habe mit Elisabeth geredet und sie weiß nichts von einem Mordkomplott gegen Slava. Ich muss zur Mutter Namtaru. Vielleicht findet sie Antworten in mir. Zuerst muss ich mit ihr reden. Wenn sie zustimmt, schicke ich nach dir. Würdet ihr mich begleiten, Miranda? Mutter Namtaru schätzt euch wie mich. Wie nett von euch. Wenn sie uns in Ghule verwandelt, können wir uns wenigstens gegenseitig tröstend auf die Schultern sabbern. Ach, was sage ich? Ich kann nicht mitkommen. Da ist Zauberer Kaspar, der weit gereist ist, um mich zu sprechen. Du würdest sie alleine gelassen. Scherze, Blauschnabel. Natürlich gehe ich. Anastasia, kümmert euch bitte um den Alchemisten, während ich versuche, eure Tante aus dem Netz zu holen, das sie um uns geknüpft hat. Neues Ziel verfügbar, bis eure Tante uns ruft. Klingt sehr cool. Wartet, bis eure Tante euch ruft. Aha. Hier ist wieder so ein hübscher Konflux. Vielleicht steht da was Interessantes drin. Gehen wir nach dem bestbewertetsten. Und dann sagst du, you can still use simple spell during the small bar. Turn more blood and tier points faster. Also ich habe die Befürchtung, dass ich irgendwie auch anderweitig an diese Energie rankommen müsste. Ich habe noch nicht heraus, wie. Da wäre jemand, mit dem man reden könnte. Ich glaube, wir reden einfach erstmal. Hohe Priesterin Sveltana erwartet euch in naher Resch, Priesterin Anastasia. Ihr braucht ihre Erlaubnis für einen Besuch bei Mutter Namtaru. Ah, so. Das heißt, wir müssen erstmal mit da warten, bis sich das geklärt hat. Und dann kümmern wir uns jetzt einfach erstmal um die. Und kämpfen hier erstmal weiter. Ich bin mal gespannt, wie die Story da weitergeht. Die ist ja schon cool. Falls jemand von euch Ahnung hat, wie ich am besten an diese Tränen und an die Blutpunkte ankommen kann, auch noch an die ankommen, kann er mir das gerne schreiben. Ich habe ja die Befürchtung, dass es irgendwie mit dem Zaubern zusammenhängt. Bisher habe ich davon aber nichts gemerkt. Und das ist natürlich ein bisschen doof. Also wenn jemand da Bescheid weiß, immer gerne schreiben, das hilft mir sicher weiter. So, wir sind wieder dran. Jetzt schaffen wir den Trupp in einem. Ah, Mist. So, du darfst die umbringen und mit unseren Schützen gleich können wir die anderen umbringen. Ich glaube nicht, dass die uns noch viel wehtun. Nö. So. Sehr schön. Ich glaube, da haben wir Truppen bekommen. Ja, mehr Skelette haben wir in dem Friedhof bekommen. Und dann können wir hier unten noch gucken. Dass sie uns mit der Armee rumschlagen? Ja, doch. Da ist Kaspar. Mit dem haben wir dann erstmal nichts zu tun. Oder zumindest noch nichts zu erledigen. Und dann wollen wir mal auf euch los. Jo, klingt doch gut. Alte Wartestrategie funktioniert hier mit den Untoten wirklich gut.
Das finde ich, gefällt mir sehr gut, dass man sowas machen kann. Wir gehen mal auf euch. Und haben auch noch Glück. Sehr schön. Und ihr haut einfach einen Haufen komplett um. Und ihr kriegt die kaputt oder kriegt die kaputt. Die kriegen wir aber auch so kaputt. Muss ich bis dahin noch irgendjemanden wieder erwecken? Dann greifen wir einfach mal direkt an und hauen die um. Und hier steht auch nirgendwo was von Tränenpunkten, auch wenn ich da Zauber einsetze. Eigentlich ein bisschen schade. Und hier unten gibt es auch noch was. Mal gucken, was das Gebäude machen würde. Ja, das möchten wir auf jeden Fall holen, wenn das unsere Macht dauerhaft steigert. Gegen Goblins und Federviech zu kämpfen. Das greifen wir auf jeden Fall an. Ja. Kommt ihr nur her, das ist schon okay. Oh, verdammt, ich habe vergessen, meinen Zauber, meinen Angriff einzusetzen. Und das kostet mich jetzt noch ein Ghoul. So, jetzt aber. Oder möchten wir alternativ? Wie viel machen wir da? 150. Ja, das Problem ist, dass kollektive Qual einfach nicht so viel Schaden macht bisher. So, damit haben wir den, die stärksten von denen schon fast kaputt. Kommen leider zu unseren Schützen ran. Und wir haben keinen Gegenangriff gegen Harpyon, das ist ein bisschen frech. Die kommen sogar alle an unsere Schützen ran. Oh, dann müssen wir da gleich auf jeden Fall wieder bewecken. Aber gegen die haben wir auch immer noch einen Gegenangriff, das ist schon mal was. Ja, da haben wir jetzt natürlich keinen mehr. Ah, und da möchte ich gerne noch ein paar mehr Punkte wiederbekommen. So, wenn wir den vernichten, gibt uns das auf jeden Fall Lebepunkte. Einfach machen wir es erstmal so. Und gehen dann hier drauf los. Ich glaube, wir werden hier doch ein paar Verlusten aus der Schlacht rausgehen, aber das ist nicht so schlimm. Denke ich zumindest. Hier bringt man die weiter um, damit die aufhören, uns hier weh zu tun. Ja, jetzt werden wir da wieder auf unsere Skelette angegriffen, was nicht so cool ist. Leider kann ich da auch nichts machen, denn die werden immer weiter an mich rankommen. Ich würde hier... Ach, wir machen das jetzt mal ein bisschen anders. Wir machen nämlich das. Dann müssten tendenziell die markiert werden und wir mehr Nekromantie bekommen, wenn wir die vernichten. Hoffe ich zumindest. Sind ja nochmal dran, das ist frech. Wenigstens Glück dagegen, um auch mal mehr Schaden zu machen, aber trotzdem, das ist ätzend. Hier mal Schaden, so. Dann kriegen wir da mal ein 6 wieder. Ja. Ihr dürft da auf jeden Fall angreifen. Und dann dürfen wir hier wieder wecken. Ein, zwei oder ein. Ja, dann wecken wir die Ghule wenigstens wieder. Und vernichten jetzt die Harpyen. Hat uns ein paar Truppen gekostet, aber dafür kriegen wir diesen hübschen Machtbonus. Also einen Angriff mehr, was natürlich unheimlich gut ist, vor allen Dingen früh mitzunehmen, weil das haben wir für die komplette Kampagne. Und macht jede unserer Truppen stärker. Nehmen hier mal das Gold. Und dann gehen wir mal wieder hier oben hin. Warten mal noch eine Runde, ob hier noch etwas passiert. Oder wir irgendwo anders hin können. Wenn wir mit dir reden, wird wahrscheinlich wieder das Gleiche kommen. Hohe Priesterin Sveltana erwartet. Ja, Hohe Priesterin Sveltana erwartet uns irgendwo. Ja, da kommen wir aber nicht hin. Gucken wir mal hier, was da steht. Mächtige Mimi war weg, als dieser Wegweiser in der bekannten Sprache der Zauberer der sieben Städte beschrieben wurde. Aha.
geht es also nicht weiter. Da kommen wir sonst nirgendwo hin. Da könnten wir noch hin, das wäre aber, glaube ich, auch schon alles. Und da oben kommen wir erst noch nicht weiter. Heißt, wir können jetzt erstmal wieder warten. Ihr kennt den Kult der Spinnenkönigin gut. Ihr solltet mich in Naheresh herumführen, anstatt ich euch. Wo habt ihr studiert? In Scheibdia, 2 Dekaden lang. In der Stadt, wo die Magie nie schläft. Danach bin ich gereist. Das Sammeln der Zutaten für meine Tränke und Salben führt mich herum. Ihr habt die Heilkunst erlernt, ohne euch auf Elrads Macht zu berufen? Ich bin im Wolfenland geboren und mit einer Statue des Lichtdrachens auf dem Herd aufgewachsen. Meine Passion für Tränke führte mich in die 7 Städte, wo aus den Drachengöttern eher Prinzipien geworden sind. Dort habe ich gelernt, die Kraft des Lichts anzuwenden, ohne zu Elrad zu beten. Cool. Miranda sagt, ihr seid entschlossen, der Spinnenkönigin zu folgen. Haltet ihr Mutter Namtaru nur für ein Prinzip? Die Drachen sind real für mich. Und Asha bewundere ich mehr als alle anderen. Ihre Schöpfung ist faszinierend. Ihre Magie ist überall. Und der Kreislauf von Leben und Tod ihr Meisterstück. Wir Zauberer der 7 Städte haben große Macht und unsere Schöpfungen sind großartig. Aber ohne Respekt vor Asha führt letzten Endes alles zu Verzweiflung. Hätten die Zauberer die Orks nicht erschaffen, hätten die Dämonen uns schon längst vernichtet. Ah, wie ich sehe, kennt ihr Aschans Geschichte. Doch ich frage euch, haben die Orks eine Seele? Und wenn ihr das bejaht, wer hat die erschaffen? Mutter Namtaru. Entschuldigt mich, Kaspar. Mutter Namtaru ruft mich zu sich. Sehr schön. Jetzt können wir da durch. Dann wollen wir da doch mal weiter. Mal schauen, was Mutter Namtaru so für uns zu sagen hat. Aha, was wäre das hier hinten? Ne, ich glaube, darauf verzichte ich. Denn niedrig heißt in den meisten Fällen, dass wir Truppen verlieren. Trivial ist das schon eher okay. Die verfolgen wir sogar für ein paar Blutpunkte. Das ist bisher immer noch die einzige Möglichkeit, die ich dafür gefunden habe. Und schon mal einen Trupp weniger. Ja, doch, wir gehen davon ein, dass die Nächsten uns angreifen. Denn dann haben wir einen Gegenangriff und bringen sie automatisch um. Und sie bringen uns noch nicht einmal gut um. Sehr schön. Die Gaste sind Geschichte. Nehmen wir das Geld bei den kleinen Beträgen. Treue Feuerball ist sicher auch ganz nett. Ups, Alter, falsche Richtungstasten. Dann wollen wir mal dahin gucken. Goldene Laternen in der Sprache der Silberstädte prangen auf den schwarzen Stein aus purem Obsidian. Sie ist nur markiert den Eingang in die Schlucht der Ewigkeit und sieht aus, als wäre es erst gestern aufgestellt worden. Aber wenn man genauer hinsieht, erblickt man kleine Spuren, die ununterbrochen damit beschäftigt sind, den Stein von Staub zu befreien und in 4 Spinnweben zu polieren. Man denkt mal kleine Spinnen, nicht kleine Spuren. Upsala, ich dachte gerade schon. Armee-Trivial. Für ein bisschen Zeug, das machen wir doch mal. Das sind die Vampire. Ich habe festgestellt, gerade die Basis-Vampire sind gar nicht so cool. Ich habe einfach mal ein freies Spiel gefunden. Es sind gar nicht Vampire, es sind Liche. Okay, Liche sind cool. Unheimlich sogar. Ich wollte einen Takt über Vampire sagen. Die Vampire haben die doofe Angewohnheit, dass sie kaum Bewegung haben in der Basis als Basis-Kreatur. Wenn man die verbessert hat, sieht das anders aus, dann können die ein bisschen mehr. Aber ansonsten sind die halt tierisch unpraktisch, weil wenn man mit denen einfach langsamer ist als alles andere, hat man nichts von ihnen. Das war in dem Vorgängerspiel immer cooler, da hatten Vampire eine ziemlich gute Bewegung. Konnte man sich halt einwandfrei hinstellen, mit den Vampiren nach vorne stürmen und direkt loskämpfen. Und im Endeffekt den Lebensraum nutzen, um ja, seinen Leuten dann wieder gut gehen zu lassen. Also seinen Vampiren wieder gut gehen zu lassen, so rum. Wir wollen wieder erwecken. Und du selbst wartest mal. Können wir nämlich bei denen hier auch wieder erwecken. Helfen wir da noch ein bisschen nach und dann geben die Skelette den Gasten den Rest. Dann sind wir da mit allen unseren Truppen wieder rausgekommen. Kriegen sogar noch ein bisschen Kristalle, was unheimlich gut ist, weil davon hat man ja nie genug. Mana-Trank. Und hier nehmen wir wieder das Geld bei der Masse.
Upsala. Und dann gehen wir mal hier runter. Ultrivial. Wenn ihr mitkommen wollt, nehme ich mal an, das gibt zwar gute Punkte, aber ich möchte gerne die Truppen haben. Wir haben hier immerhin, wow, 124 von den 250, die wir für den ersten Aufstieg brauchen. Mitrivial, das sind jetzt Vampire. Und auch bessere mit dabei. Aber wenn die als trivial zählen, kann man sich mit denen wohl mal anlegen. Ja, fangen wir ruhig so an. Dann sieht es, der hier hat eine bisschen höhere Reichweite. Die anderen sind alle ziemlich langsam. Und ihn töten wir jetzt auch schon mal einen. Und müssen dann die anderen Gulung da hoffentlich schaffen müssen. Na, Mist. Aber der Vorteil für uns ist, dass Vampire sich an uns nicht wieder heilen können. Weil wir sind ja nun mal selber schon untot und aus Untoten kriegen die keine Lebensenergie wieder raus. Was uns auf jeden Fall entgegenkommt. Oh, meine Geister sind schon wieder fast Geschichte. Aber jetzt können wir hier wieder wecken und das reicht für alle drei. Sehr schön. Und ihr bringt die um. Ihr wartet mal auf jeden Fall noch, bevor ihr dort angreift. Und ne, ihr verteidigt euch. Das ist mir zu riskant, dass ihr mir die umbringt. So, den einen kriegen wir auf jeden Fall zurück ohne Probleme. Und den haben wir damit vernichtet. Sehr schön. Und was ist das? Armschienen des Druiden. Angriff, Magie und die Fähigkeit Regeneration. Das klingt ganz nett. Armschienen des Druiden. Wo haben wir die denn? Da haben wir die. Da können wir gegen diesen komischen Grabscheffekt austauschen. Das machen wir auf jeden Fall. Denn ich habe noch immer noch nicht heraus, was ich mit dem machen kann. Ihr zählt also niedrig. Ihr seid auch ziemlich heftige Kreaturen. Sandalen der schnellen Reise wären zwar nett, aber das, mit denen möchte ich mich lieber noch nicht anlegen. Und das da hinten ist nur Deko, ja. Euch greifen wir auf jeden Fall an. Das sollten wir wohl auch schaffen. Und wir warten jetzt einfach mal. Also verteidigen, dann soll er mal nächste Runde wieder zu uns kommen. Denn immerhin machen wir ihm mit unserem Zauber mehr Schaden, als er regenerieren kann. Von daher sehe ich da keinen Grund dazu, mich anzustrengen und ihm entgegenzurennen, um angegriffen zu werden. Die Geister sind leider nicht mehr so wirklich relevant, das sind einfach zu wenig geworden. Und, oh, er bringt mir noch einen um. Zäh, Frechheit. Dann warten wir mal, dass die Geister sich wieder erwecken können. Mist, das klappt mir nicht. Aber wir können es trotzdem versuchen. Ja, so, machen wir es mal versuchen. Jetzt haben wir hier nochmal Energie und dann... Ach, da war schon wieder erweckt worden scheinbar. Okay, das ist ja gut. Verluste. Da das Gold. Das kann zwei lang nicht ziehen, angreifen vielleicht auch, das ist doch ganz nett. Von Tau ist Erfahrungsstufe. Ja, wir bräuchten, da hätten wir mehr Edelsteine mitnehmen müssen. Die habe ich zeitweise im Anfang liegen lassen. Da und ich glaube, da wären auch noch welche gewesen. Das finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Wenn wir rauskommen, niedrig, niedrig. Und ich muss an diesen Spinnenwesen vorbei. Das heißt, da habe ich gar keine andere Wahl, als mich mit denen anzulegen. Und zu Mutter Namtuhu zu kommen. Und dann wollen wir mal sehen, was die so können. Ich habe gegen die noch nie gekämpft, aber mir scheint, beherrschen die Fernkampf, was schon mal verdammt uncool ist. Dann wollen wir da mal... Es ist schade, dass ich natürlich noch nicht das Taktik-Upgrade hätte, weil dann hätten meine Ghule direkt angreifen können. Das werde ich mir auf jeden Fall noch holen wollen. Will ich mir auf jeden Fall noch holen.
um sicherzustellen, dass ich mit den Ghoulen in erster Runde auf jeden Fall rüberkomme. Ist für sowas nicht verkehrt. Und ihr lebt, überlebt das leider, weil ihr könnt, damit kriegen wir die kaputt. Sehr schön. Und dann kriegen wir hier nämlich schon ein paar Ghoule wieder. Und halt mal bei euch selbst ein bisschen. Das Problem ist, dass die Geister, die zwei jetzt eigentlich total egal sind, die werden nie wieder an was reißen. Die werden jetzt wahrscheinlich auch im Laufe des Kampfes noch draufgehen. So, ihr geht auf den. Na, das reicht mir noch nicht. Dann möchte ich dann lieber noch auf die höhere Stufe kommen. Damit wir wenigstens noch mal einen mehr zur Verfügung haben. Aber wir töten die jetzt schon automatisch. Na, dann machen wir meistens so. Und räumen die dann ab. Dann haben wir wenigstens diese Spinnenviecher besiegt. Greifen am Turo, ja. Und am Taro heißt es aber, upsala. Gold. Nicht genug Bewegungspunkt. Nicht genug Bewegungspunkt ist natürlich hässlich. Ja, und da haben wir Mutter Namtaru. Und frech wie ich bin, mache ich einfach an dieser Stelle Schluss. Und wir werden uns dann Anfang des nächsten Parts dort auseinandersetzen, wer Mutter Namtaru ist und wie es damit dann mit der Geschichte weitergeht. Da sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal, Leute, und macht's gut.